Heute habe ich euch eine ganz tolle Idee. Bleibt also dran. Bis gleich. Ja, erstmal herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandy's Happy Place. Heute zeige ich euch, wie ihr selbst Windlichter gestalten könnt. Ihr benötigt hierfür irgendein Glas. Ich habe verschiedene Gläser, Marmeladegläser oder ihr könnt ein Olivenglas, Honigglas nehmen und das wird gut eingecremt. Und zwar werde ich jetzt das ganze Glas mit einem Muster versehen. Ich fange unten am Boden an, damit er etwas stabiler wird und versuche jetzt mit diesem Kleber überall um das Glas herum schöne Verzierungen zu machen. Da sind eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe 4 verschiedene Gläser damit gestaltet. Und auch jedes Mal mit unterschiedlichem Muster. Ihr werdet es dann nachher sehen, wie es dann entsprechend aussieht. Das Ganze muss dann natürlich etwas antrocknen und kann dann aber ein paar Minuten später schon abgezogen werden. Hier zeige ich euch jetzt gleich nochmal verschiedene Gläser, die ihr dafür verwenden könnt. So, dann ziehen wir mal das Windlicht jetzt von diesem Glas runter. Das funktioniert eigentlich durch die Creme relativ gut. Alles, was dann oben noch absteht, das werde ich jetzt gleich mit der Schere noch abschneiden. So, und dann seht ihr, das ist ein ganz kompaktes Teil jetzt. Und jetzt habe ich euch gleich noch eine zweite Idee, und zwar ist das Glas etwas größer. Und da kommt jetzt mal ein anderes Muster drauf. Ihr werdet dann nachher auch den Unterschied schön sehen. Das Ganze jetzt etwas im Schnelldurchlauf. Natürlich muss auch die Klebepistole immer nachgefüllt werden. Jetzt kommt noch die dritte Idee, solange das andere Glas am Trocknen ist. Und zwar habe ich jetzt hier Backpapier. Und das wird natürlich auch schön mit einem Muster versehen und kann nachher auch gut abgezogen werden. Das gibt nachher eine schöne Vase. Jetzt kann auch die Nummer 2 abgezogen werden. Ja, währenddessen eine kurze Info. Ihr findet übrigens in meiner Beschreibung diverse Links zu den Deko-Elementen in meinen Videos, da ich immer wieder Anfragen bekommen habe. Das wird natürlich ebenso wieder mit der Schere bearbeitet. Da werde ich oben alles, was so raussteht, absteht, abschneiden. Und jetzt kommt noch die dritte Idee, jetzt werde ich das Backpapier dann noch rausziehen. Jetzt kommt gleich natürlich der beste Teil. Besprühen werde ich jetzt die Teile natürlich im Garten draußen. Ich habe mir vor Monaten mal 4 verschiedene Metallic-Sprays bestellt und ich habe mich jetzt für dieses entschieden. Ich habe jetzt noch kleine passende Gläser mit einem Teelicht, was ich jetzt noch dazu setzen werde. Und jetzt werde ich die natürlich alle schön anzünden. Auf diesem Spiegel wirken diese Windlichtgläser natürlich hervorragend. Das hier ist jetzt diese Vase, da habe ich dann auch ein kleines Glas eingesetzt. Und jetzt zeige ich euch diese ganze Deko noch gleich bei Nacht. Hier könnt ihr natürlich diese unterschiedlichen Muster sehen. Ich muss da immer wieder noch die Blümchen verschieben, damit ich sagen kann, so gefällt es mir richtig gut. So, und jetzt das Ganze nochmal bei Nacht. Ich sage Tschüss und bis bald, eure Sandra.